Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Orcs Must Die. Ja, beim letzten Mal haben wir die ersten beiden Level abgeschlossen, das erste sogar zweimal, weil ich echt nicht damit zufrieden war, dass ich gestorben bin und deshalb nur 4 Schädel gekriegt habe. Ich werde es nicht immer so machen, aber vielleicht manchmal, wenn ich wirklich einfach nur, wenn ich sage, das Level war echt nicht schwer und ich bin dann nur doof gestorben, dann kann es vorkommen, dass ich das wiederhole. Aber jetzt widmen wir uns erstmal dem nächsten Level. Verbessern können wir momentan nichts, hatten wir ja letzte Folge noch gesehen. Gehen wir, bringen wir die Orks um die Ecke. Und das Krawumfass. Ja, das hatten wir ja schon erhalten letzte Folge. Haben wir ja auch gezeigt. Fand ich jetzt nicht so prima. Ist in manchen Stellen ganz nützlich, sag ich mal. Deshalb werde ich es jetzt am Anfang mal mitnehmen. Und wir sehen schon, wir kriegen eine neue Sorte Gegner, nämlich die Armbrust-Orks, die mit ihrer Armbrust auf mich und auf meine Gefolgsleute, also so wie letzte Folge zum Beispiel die Bogenschützen oder wir hatten letzte Folge ja auch noch ein Paladin gesehen. Ja, die werden die angreifen. Und jetzt gucken wir erstmal. Also hier haben wir wieder so Fallen. Kann ich einfach mal auslösen, die sollte ja. Also geht wahrscheinlich erst, wenn wir die Horde entfesseln. Das sind, also zumindest im zweiten Teil sind das so Mehrfachfallen. Das sind Einmalfallen. Also die können wir einmal anschießen, dann fallen die runter und dann macht's bumm. Sollten wir uns also aufsparen, falls wir es dringend brauchen. Gucken wir mal. Die restliche Map ist eigentlich relativ einfach. Es ist halt die Ecke. Wer hätte das gedacht? Und ich würde persönlich anfangen, die Orks so früh wie möglich abfangen. Das heißt, legen wir hier los. Zwei Fallen, Stachelfallen und zwei Reihen Stachelfallen so rum. Und entfesseln wir die Horde. Da kommen sie! So. Ja. Hier könnten wir jetzt übrigens, glaube ich, auch diese Deckenbrutzler, die wir beim letzten Mal, die wir von Anfang an hatten, warum auch immer, könnten wir einsetzen. Die wären da wahrscheinlich gar nicht mal so unnütz. Aber die werde ich noch wann anders zeigen. Können wir einfach mal. Ja, sie sind an der Ecke. Dann bringen wir sie doch mal endgültig um selbige. Ja, und das sind halt so immer akustische Hinweise, wie weit die Orks schon vorgedrungen sind. Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. Gibt gar nicht mal so viel Geld. Naja, notfalls haben wir ja noch genug Fallen, die wir benutzen können. Und da kommen die ersten Armbrust-Orks. Headshot. Wunderschöne Begrüßung hier. Armbrustduell, ich gewinne. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich mehr aushalte, aber pst. So. Und was ich auch letzte Folge schon gezeigt habe, auch wenn ich das nicht erwähnt habe, gibt ja nicht in allen Tower Defense Spielen diese Regelung, dass man auch sozusagen während die Gegner laufen, trotzdem noch Fallen setzen kann. Wie gesagt, das gibt's nur in manchen, nicht in allen. Ey, guck mal. Ey, stirb, dankeschön. Während die Gegner halt draußen sind, können wir auch Fallen setzen. Wir könnten da hinten Fallen setzen, was absolut nichts bringt. Wobei, da würde was bringen, aber naja. Empfangen wir die nächsten doch einfach mal ganz freundlich. Und es macht. Wunderschön, wie die Orks auch immer zerfetzen. Aber das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Diese übertriebene Gewalt. Ja. Kann man sich jetzt drüber streiten. Ich finde es persönlich einfach nur lustig. Könnte ich auch ausstellen, aber warum sollte ich? So. Und ich muss sagen, ich hätte lieber die Waffen aus dem zweiten Teil. Vielleicht kriegen wir die ja noch. Wäre ganz cool.
Wie wir sehen, können die echt mehrfach verwenden. Na, stirb, stirb. Ey. Du, dankeschön. So. Das hatten wir, glaube ich, in den letzten beiden Leveln noch nicht, dass wir zwischendurch mal bestätigen müssen, dass die Horde wiederkommen soll. Das ist dann sozusagen eine Verschnaufpause. Hier werden dann, also zu dem Zeitpunkt werden dann auch Wächter wiederbelebt, so vorhanden und vorhanden und gestorben vor allem. Und ja, das ja, ist halt vor allem, wenn man es ja, wenn man Endlosmodus spielt oder so, ist das schon ganz angenehm, dass man zwischendurch einfach mal verschnaufen kann. Deshalb heißt das, glaube ich, sogar auch Verschnaufspausen im zweiten Teil. Im ersten Teil weiß ich gar nicht, ob das hier einen speziellen Namen hat. Den Endlosmodus werde ich jetzt persönlich nicht zeigen, weil der einfach nur so, naja. Es sind halt die gleichen Level, nur dass nachher am Anfang halt noch sehr einfache Wellen kommen, also wahrscheinlich nur normale Orks, Armbrust-Orks vielleicht und vielleicht ein, zwei etwas größere Gegner. Aber das wird definitiv nicht die Mehrheit sein, die da ankommen wird. Ja, komm, stopp. Bumm. So einfach können wir auch mit der einfachen Armbrust Gegnermengen besiegen. Ja, okay. Und dadurch, dass wir die mit der Armbrust auch teilweise in unseren Fallen stunnen können, ist das eigentlich sogar relativ einfach hier. Und ja, einfach mal schön stunnen. Neues Trabumfass platzieren. Hui, das war ein Tod. Ganz, ganz viel. So, die nächste und somit auch letzte Welle rückt an. Bereiten wir ihn doch mal einen schönen Empfang. Ich meine, ich könnte mich auch ganz professionell hier oben drauf stellen und von hier oben schießen. Kann ich was aufs Carbonfass ziehen eventuell. Tü-tü-tü. Ist ja fast schon die Tontauben schießen mit ein paar mehr Tontauben. Bumm. Nee, ich mag so lieber direkt auf Augenhöhe mit den Orks. In die Augen gucken, wenn wir ihnen den Bolzen zwischen die Schädeldecke, keine Ahnung, zwischen die Augen, das war, was ich sagen wollte, treiben. Aber Let's Plays ohne Sprachstörung wären langweilig, oder? So. Wie gefällt euch das Spiel denn soweit? Sagt er langweilig, sagt er macht Spaß, sieht lustig aus. Ich persönlich sage, ja. Normalerweise sitzt man ein Fazit bei einem Let's Play meist im Credits. Wie gesagt, ich kenne halt hauptsächlich den zweiten Teil, den ersten Teil. Es ist halt genau das gleiche Spiel. Also, nicht das gleiche Spiel, aber das gleiche Spielprinzip so. Das nun mal nicht besonders anspruchsvoll ist. Ach cool. Meine Fallen können die Krawurmfässer also auch auslösen. Das ist gut zu wissen. Muss ich sagen, das wusste ich nicht. Hätte man sich irgendwie denken können, aber das wäre ja langweilig. So, und Level geschafft. Haben alle Dinger behalten. Haben wir es in der Zeit geschafft? Nee. Was wäre die Zeit gewesen? Oh, 4 Sekunden. Das ist bitter. Naja, egal. Gehen wir mal gucken. Für 6 können wir gar nichts verbessern. Okay. Dann fahren wir doch fort. Wir erhalten den Windgürtel. Was macht der denn? Gucken wir doch mal. Nicht gerade viel Platz zur Verfügung. Vom Tor zum Spalt ist für die Orks nur ein kurzer Weg. Diese Säuregruben könnten nützlich sein. Ja, ich denke, da sollten wir nicht reinfallen. Gucken wir auch hier mal wieder. Relativ einfache Map. Das ist halt noch der Anfang des Spiels. Das ist eine neue Waffe. Die probieren wir natürlich direkt aus. Wir haben auch jetzt einen Slot mehr, wenn ich das richtig sehe.
glaube ich. Ja, würde ich behaupten. Und dann werde ich jetzt auch mal den Elektroschocker zeigen. Einfach weil ich gerade eben gesehen habe, es bietet sich hier an. Ich werde hier anfangen. Weil wie gesagt, ich finde es persönlich immer sehr sinnvoll, sich auf so Engstellen zu konzentrieren, weil hier halt einfach die meisten Orks durch müssen. Das war absoluter Schwachsinn, den ich hier gemacht habe. So, und da, da und da. Dankeschön. Hier setzen wir noch die eine hin und dann rufen wir doch mal die Orks herbei. Ich finde es auch immer sehr nett, dass sie warten, bis wir sagen, okay, wir sind bereit, könnt kommen. Ich nehme eine Miste. Ach nee, Eckstein, Eckstein, so rum war's. Na komm. Ja. Das ist, den gibt's auch, glaube ich, im zweiten Teil, habe ich aber nie benutzt. Ich sage mal so, ich bin bei den Waffen meistens... beschränke ich mich auf ein oder zwei, die ich aktiv benutze. Und ja, dort werdet ihr dann zur Genüge definitiv im zweiten Teil sehen. Ich denke mal, der wird sogar direkt im Anschluss kommen, aber wie gesagt, mit einer kleinen Besonderheit, auf die ich jetzt noch nicht eingehen möchte. Geh weg. Was macht denn der zweite? Ah, damit kann ich einen Ork hochheben. Das ist natürlich auch cool. Ja, dann tun halt deine Füße weh. Passiert halt. So, du da hinten, ne? Du schleifst dich nicht darum, sondern du fliegst jetzt da mal rein. Oh, oh, oh. Nein, du kommst nicht durch. Warnung. Kann tödlich sein. So, dann ab in die nächste Welle. Jetzt sehen wir auch schon das... Wird scheinbar echt jede Runde erstmal mehr. Wir sind jetzt in Level 4, wir haben 6 Wellen. Also es wird am Anfang immer mal einer mehr. Mal gucken, wie es gegen Ende wird. Wie viele Wellen wir da abwehren müssen. Weil wenn ich so an manche Level in Oxmastyle 2 denke, da sind dann schon ein paar sehr viele Wellen gekommen. Oh, hört auf mich zu schießen. Geh weg. Weg, weg, habe ich gesagt. Warum ich den da hinten dann einen Headshot verpasst habe, aber gut. Das ist das Schöne, wenn man nicht zielen kann, sondern einfach durch die Masse auch gar nicht zielen muss. Nein. Ja, dann lauf halt nicht auf diese Stachelfallen, wenn deine Füße dir wehtun. Achso, das ist... Also der lädt vom Prinzip her auf. Na komm her. Und tschüss. Oh, 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 oh. Jetzt kriege ich aber gerade auf die Schnauze. Na, stirb, stirb, stirb. Dankeschön. Haben keine Gesundheitstränke, das ist gerade gar nicht gut. Mal eben ein bisschen hier. Hier werden wir ganz schnell aufgeladen, wie ihr seht. Ist ein bisschen... Damit wir nicht direkt sterben. Dankeschön. Na, komm her. Wie ihr seht, ich kann echt nicht zielen. Aber ich brauche auch nicht zielen in dem Spiel. Weil, wie gesagt, man trifft trotzdem genug. Hui. So. Ihr seht schon, der Elektroprozessor tut hier gut sein Werk. Komm her. Ey. Komm her. Kein Ziel, was? Ja, so. So, und hier nochmal ein bisschen durchschieben. Nein. Was? Nein, es sind Orks durchgekommen. Das finde ich irgendwie gerade ein bisschen... Ich stelle mich nicht gut an, würde ich sagen. Das ist irgendwie peinlich. Aber na gut. Ich würde schon sogar schon fast sagen, das Spiel ist schwerer als der zweite Teil. Also ich finde den zweiten Teil eigentlich sogar relativ einfach. Naja, wenden wir uns mal. Ja. Na komm.
Arbeiten wir mal wieder ein bisschen aggressiver hier. Einfach draufhalten. Man trifft schon was. Ich finde es auch immer sehr schön, wie die hier freiwillig da reinrennen. In die... Ah, ich habe keinen Mana mehr. Das ist natürlich nicht so gut. Na komm, lass mich mal wieder ein bisschen genauer ziehen hier. Ich hoffe trotzdem, dass wir noch eine etwas bessere Waffe finden. Ich mag die Armbrust eigentlich echt nicht. Ich sollte vielleicht auch wieder auch den Klingenstab mitnehmen. Auch wenn ich... In solchen Spielen immer die Fernkampfwaffe bevorzuge, ist die Nahkampfwaffe hier doch definitiv die mächtigere gewesen. Na komm, stirb. So. Herfallen. Auch sollen schließlich sterben und nicht durchkommen. Es sind schon zu viele durchgekommen eigentlich. So. Kriegen auch immer einen kleinen Bonus, wenn wir, eine Welle komplett abschließen. Also so ein Wellenüberlebensbonus. Den gibt es aber zum Beispiel dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt im Überlebensmodus nicht mehr, habe ich das. Oder ist zumindest immer mein Gefühl. Es kann auch sein, dass ich mich da irre, aber. Ah, ist doch mal hier. Ja, komm. Hey. Hallo, danke. Oh. Dankeschön. Da haben wir mal den Heiltrank gebraucht. So. Frage mich ja, ob die sich nicht auch beschweren, dass ich hier eine Armbrust führe. So als Armbrust-Orks. Hust, hust. Nächsten. Na, schade. Fehlen noch 52. Die kriegen wir auch relativ schnell rein. Na. Dankeschön, dankeschön. Na, dankeschön und... dieses Zielen. Zu doof zu bin. Oh, verdammt. Das ist echt nicht gut hier. Also ich stelle mich echt scheiße an, würde ich sagen. Können die auch immer wieder hier rausschieben. Um dann, damit die mehrfach durch die Fallen laufen. Das ist auch natürlich eine relativ einfache Möglichkeit. Nicht nur die da runterschieben, sondern halt auch einfach hier so sagen, ja, nö. Du kannst ruhig nochmal in die Falle laufen. Ja, komm. Kopfschuss zum Abschluss. Wunderschön. So, hier kriegen wir auch maximal wieder nur 4 Schädel, weil ich schlecht bin. Naja, ich muss wie gesagt sagen, also das Spiel ist, kommt mir schon schwerer vor als der Nachfolger. Ja, wir können uns nichts zurückerstatten lassen. Im Nachfolger hat man den Vorteil, man kann mehrere Sachen verbessern. Also man kann zum Beispiel den Fallen gewisse Eigenschaften geben, auch den Waffen. Und so, aber wie gesagt, das werdet ihr alles sehen, wenn wir dann zum Nachfolger kommen. Aber wir haben hier, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Das könnte noch ein paar Tage dauern. Aber auch das war's erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, wenn euch das Video gefallen hat. Kennt ihr ja von genug anderen. Wäre es cool, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao.